Ja, wir kommen zurück zu einer neuen Runde Elite Dangerous. So, Timer gestartet. Wir sind wieder im offenen Spiel, weil das mit CQC ja, naja, nicht schlecht, aber sagen wir mal mäßig geklappt hat. Und wir mal gucken wollen, was jetzt uns die neuen. Also erstmal, was bringt uns die neue Woche? Erstmal die Power. Boah, viel zu laut. Powerplay-Belohnung. Die holen wir uns mal kurz ab. Es dürfte nicht allzu viel sein. Ja, 50.000. Das ist nicht so viel. Gucken, was unser Galactic Standing sagt. Wir sind immer noch auf Rang 2. Expandieren wir denn gerade noch irgendwo? Nein, wir können nur Systeme vorbereiten. Dazu habe ich aber jetzt gerade eh keine Lust. Stattdessen mal, ach, das ist immer noch nicht da. Das ärgert mich ziemlich. Ja gut, weißt du was? Dann machen wir doch jetzt einfach mal hier. Schauen wir uns mal die neuen Missionen an. Darüber fliegen. Das sollte ja wohl zu schaffen sein. Wo ist es denn? Wo habe ich es übersehen? Die ganze Zeit nach Bunga gesucht. Lichtjahre, das ist ja sogar relativ weit weg. Geht wahrscheinlich auch noch in die falsche Richtung. Ich glaube, es war dahin, ne? Ja, komm, für 20.000. Das bringt uns wieder Ruf beim Imperium ein. Dann springen wir doch mal da eben rüber. Boah, das Spiel ist viel zu laut. Und erledigen das mal. Hoffe, ich bin jetzt noch laut genug. Muss ich ehrlich sagen. Also muss ich gleich mal testen direkt. Ja, und wir werden von da aus dann nochmal zurück auf unser Heimatsystem fliegen und haben dann die Mission erledigt. Und ist jetzt der Rang jetzt nicht mehr. Eigentlich wollte ich ja gehen, aber das geht ja nicht, weil das ja verbannt ist. Wie schon gesagt. So, aber jetzt, wenn das schon so schön laut ist, kann ich auch mal was ein bisschen vom Sounddesign profitieren. Ich habe mal ein bisschen an den Einstellungen gebastelt, damit ich mich nicht immer bücken muss oder so, weil das ja bei dem Mikro hier jetzt nur noch mechanisch geht und ich bin so analog, ich bin digital. Aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen Effekte wie Geräuschreduzierung, Echo-Reduzierung gearbeitet. Aber ich muss noch mal das Spiel ein bisschen leiser machen. Ich habe echt Angst, dass man das nicht hört. Weil das echt brutal laut ist. Ich werde mal kurz wieder auf die vorherigen Einstellungen gehen. So, das sollte eigentlich okay sein. Da müsste man das Spiel immer noch ausreichend gut hören und mich vor allem. Das ist ja irgendwie beim Let's Play so eine Hauptsache, dass man den Kommentator gut hört. Frameshift Drive Charging. Das sollte jetzt wieder gegeben sein. Ich hoffe, das funktioniert. Ich versuche auch möglichst laut und deutlich zu sprechen diesmal. Und. Ja. Weißt du Bescheid? Ach, ich freue mich schon so aufs Planetarenlandung. Dann werde ich auch nochmal richtig wahrscheinlich wieder einen Schub kriegen, so an Beliebtheit. Im Moment bin ich gerade etwas. Naja, sagen wir mal, das CQC-Erlebnis von gestern hat mich noch was desillusioniert. Weil das Matchmaking halt noch mäßig gut funktioniert.
Frameshift Drive charging. Und deshalb muss ich mich da wohl erstmal offscreen ein bisschen hocharbeiten, bevor ich das wieder gescheit zeigen kann. 4, 3, 2, 1, engage. Aber mit den neuen Missionen haben wir ja auch erstmal was zu tun. So, ich hoffe, hier kann man jetzt ganz gut anfangen. So, dann wollen wir uns mal ein bisschen hier was gönnen, das wird jetzt leider ein Weilchen dauern. Und derzeit kann ich ja gerade mal was hier überfliegen. Ach witzig, da steigt gerade unsere Sprungreichweite. Das will ich mir mal angucken, gerade wo unser maximal bei den 15,22 war. Jawohl. Lustig. Warning, temperature critical. Fuel scoop disengaged. Wir landen da erstmal da hinten. Was wir hier für Missionen dann kriegen. Ich bin gerade auch tatsächlich einfach nur, ist mir auch egal, wo ich die Missionen mache. Hauptsache, ich mache die Missionen irgendwo, wo es Imperium gibt. Ich würde ja auch übrigens wirklich gern mal wieder Star Citizen machen, aber es ist ja immer noch. Leider. Muss ich nochmal ausprobieren, aber ich fürchte, da wird sich nicht viel getan haben. So, na komm schon. Yes. Sehr lange her sein. So. Brauchen wir doch mal ganz fachmännisch an. Hat ja geklappt. Sehr schön. Dann wollen wir mal. Nachricht abgeben. Schön. Das ist alles Föderation hier. Nee, eigentlich habe ich darauf jetzt auch keine Lust, noch mehr rumzufliegen, aber vielleicht haben wir noch ein paar Kartendaten, die wir verkaufen können. Die bleiben ja auch nicht pro Schiff. Sehr schön. Dann können wir auch einfach so nachkaufen. Das passt dann schon. Der Repair-Bug hat sich übrigens offensichtlich in die Vollversion eingeschlichen. Tatsächlich. Ja, dann fliegen wir doch jetzt mal zurück in unsere angestammte Heimat. Denn wir müssen da wieder hin wegen der Woanders. Deshalb
lohnt es sich da am ehesten zu machen. So, wir geben gleich Vollgas. 17 Sprünge, aber es lohnt sich einfach nicht. Mit dem Speed, das wir haben, wesentlich weniger als. Es lohnt sich damit einfach nicht, die Tankstops zu machen, weil die damit so lange dauern. Deshalb dachte ich mir gerade, ich werde mich jetzt einfach mal an die ökonomischen Routen halten und ja, damit ein bisschen rumdüsen. Dann sind die Tankstops auch kürzer. Vorausgesetzt, dass wir denn überhaupt an Sternen, die wir besuchen, tanken können. Frameshift Drive Charging. Aber das sollte eigentlich ja zumindest bei dem einen oder anderen gehen. Und dann werden wir mal. 4, 3, 2, 1, engage. Sobald das behoben ist, auf jeden Fall ein bisschen erkunden gehen. Denn das kann ja nicht sein, dass das alles gerade nicht funktioniert. Ich meine, das ist ja quasi das Kernfeature von Elite. Wenn das nicht funktioniert, ist da doch einiges an Arbeit. Leider das Verkaufen uns nicht mal ein Prozent pünktlich gebracht, aber 45.000 Cent uns. Wir werden dann gleich mal gucken, demnächst mal gucken, dass wir uns ein interessantes Ziel raussuchen, irgendwie Nebel oder so. Den werde ich dann anfliegen, offscreen komplett wirklich jedes System, was innerhalb dieses Nebels liegt, erforschen und das dann immer mal wieder zeigen, mit CQC aufklicken und so. Ihr kennt das Prinzip, ja, das habe ich schon öfter mal erwähnt. Ich das Gelenk zu organisieren. Und ja, so wäre dann der Plan. Boah, ich habe wirklich Angst, dass man mich nicht hört. Das hätte ich vielleicht vorher mal so testen sollen, aber ich hatte keine Zeit. Fuel scooping complete. So, einmal foltern. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Wir haben ja auch noch Umstrecken vor uns. Aber wenn es jetzt wirklich nur so kleine Jumps sind, dann können wir ja immer schnell tanken und dann weiter und ihr wisst ja. 4, 3, 2, 1, engage. Noch gleich mal. Wenn ich es nicht glaube, ehrlich gesagt. Unserer jetzigen Tankfüllung irgendwie bis ans Ziel kommen. Aber wie gesagt, ich glaube eigentlich nicht dran. Oh doch, tatsächlich, cool. Frameshift Drive Charging. Ich überlege gerade, soll ich dann einfach nicht mehr tanken, bis wir da sind? Bis dahin ist die Folge wahrscheinlich eh rum. Es tut mir auch mehr oder weniger leid, dass es halt jetzt schon wieder so eine Reisefolge ist. 4, 3, 2, mehr oder weniger deshalb, weil. Weil das, wie ich ja schon öfter gesagt habe, auch dazu gehört. Und das. Ich wundere, dass ich hier gerade mit dem Schubregler so rumspiele. Ich versuche gerade die richtige Einstellung zu finden. Das ist mir ganz schön schwer, denke ich. Er soll doch nicht zu blabberig sein. So ist, glaube ich, ganz gut. Ich finde hier immer neue Sachen. Warning, temperature critical. Fuel scooping complete. Ich finde dieses Schnattern, was das Teil immer macht, ein super cooles Geräusch.
weiß jetzt übrigens, warum das Spiel so leise war die ganze Zeit, weil ich das irgendwann mal beim Skypen Freunden sehr leise gestellt habe, als sie es im Hintergrund gespielt haben. Deshalb war das so total leise. Ich glaube, da muss ich auch nochmal ein bisschen runtergehen, nur um sicher zu gehen. So. Wieso hat er denn jetzt die Counter abgebrochen? Ich würde gerne auch noch eine Möglichkeit haben, den Widerstand von dem Stick an sich ein bisschen zu verändern, aber das geht leider nicht. Ja, man kann nicht alles haben. 4, 3, 2, 1, ich habe schon ein paar Mal versuchen, widerstehen müssen, den N52 aufzuschrauben. Aber ich habe auch früher schon meine N64-Controller aufgeschraubt, obwohl den Finger eines komischen, seltsamen Dreiecksschrauben hat. Nicht wirklich reparieren, aber wenn man es aufschraubt, kann man es leichter sauber machen. 4, 3, 2, 1, engage. In der heutigen Sakrotan-Gesellschaft muss man ja alles perfekt sauber halten. Damit man ja kein gutes Thema schön schnell bleibt. Das ist immer ein Rätsel, diese Leute, die nicht alles ständig bis in unsere Tempel einreiben. Das ist nicht so. Sakrotan, also. Solche Mittel wie das sind ja dann wirklich auch chemische Keulen. Da muss man ja alles machen. Warning, temperature critical. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Aber geht ja doch eigentlich ganz schnell. Ich bin schon so lange nicht mehr auf Economical geflogen mit der blöden Vulture. Aber es geht irgendwie besser als die schnellen Runden. 4, 3, 2, engage. Schnell, dann eigentlich nur, lohnen sich nur bei kurzen Entfernungen. 20, 30 Lichtjahre. Alles, was die blöde Walsche halt nicht in einem Sprung schafft. Was aber, sagen wir mal, mit der schnellen Route maximal 2 bis 3 dauert. Wie haben wir denn? Fuel scooping. Fuel scooping complete. Frameshift drive charging. Man kann halt entspannt beim Dings, na, beim, sag doch mal, verdammt, komme ich nicht drauf, während der Antrieb sich abkühlt, kann man halt entspannt den Sprit nachtanken, das wollte ich sagen. Weißer oder blauer? Den für einen zu packen für einen da. Aber das ist mein Schön. Frameshift Drive Charging. So, weiter geht's mit unserer heiteren Reise. Ich muss ja übrigens sagen, ich habe festgestellt, ich habe in letzter Zeit etwas häufiger negative Bewertungen gekriegt. Und da habe ich ja neulich schon mal gesagt, ich habe ja nichts, also ich sag mal, wie soll man das sagen? Ich habe natürlich nichts dagegen, denn ich kann ja nicht beeinflussen, ob den Leuten das gefällt oder nicht. Was ich mir nur immer wünschen würde, wäre, dass die Leute mir sagen, was sie nicht gefallen hat. Die eine Geschichte da mit dem Ork folgen, wo sie diesen lustigen Soundeffekt drin hatte. Ihr erinnert euch ja bestimmt. Etwa so. Da hat ja dann auch direkt einer geschrieben, dass das ja überhaupt nicht geht, dass er das nicht gut findet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will die Folgen jetzt nicht einfach weg.
wegschmeißen. Dann mache ich es halt einfach mal. Als extra, als Special-Folge oder so. 4, 3, 2, 1, engage. Aber ihr könnt froh sein, dass es nur dieser Ork-Sound-Effekt war. Da waren nur noch viel mehr dabei. Aber die habe ich zum Glück nicht drin gehabt. So, und jetzt wäre ich auch blöd. Sound-Effekt, scheiß. Hat sie versprochen. Irgendwie warte ich noch auf Systeme mit dem Kürzel ICQ. Ist das eigentlich noch irgendjemand? Warning, temperature critical, fuel scooping complete. Wenn ich meine ICQ-Nummer noch wüsste, würde ich ja mal nachgucken, aber ich habe keine fuel Ahnung. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Ich glaube, die Seite, die ich da früher mal benutzt habe, gibt es auch gar nicht mehr. Ich muss übrigens sagen, ich war gestern etwas irritiert. Ich rede ja schon häufiger davon, dass ich jetzt Unreal Tournament spiele und Unreal Tournament spielen. Bei Duty 2004, was ich mir gestern mal wieder ein bisschen ein paar Runden gegessen habe. Natürlich gegen Bots, weil das glaube ich keiner mehr. Ich glaube, das läuft über Games by Server, ganz ehrlich. Das ist ein bisschen von mir. Und da habe ich dann neulich, gestern gesehen, ich habe einfach mal so auf die Kampagne durchgezockt. Ich habe nicht gestern den ganzen Tag an dem Tournament gespielt, sondern bin da gestern drauf gestoßen, dass mir nur noch 3 oder 4 Matches fehlen, bis ich das Finale spielen kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass man im Finale, wenn man noch. Ich hatte es halt auch in leichten Schwierigkeiten gehabt, weil ich mich wie die sich so spielen. Bezüglich, weil ich ja bei Unreal Tournament auch eine Map gebaut habe, also das neue, die noch nicht final ist, aber immerhin. Und festgestellt ist man ja auch, normalerweise spielt man ja im Finale gegen, falls jemand die UK 2004 gespielt hat, dieser geilen Karte Hyperblast 2. Fuel scooping complete. Und fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Diese, ich hatte es halt jetzt auf leicht wegen der Maps, wie gesagt. Und da spielt man im Finale ja gegen, wie heißen die nochmal? The Corrupt oder so. Also das Team von dem, von den Robotern, von den Android-Robotern. Als ich jemanden gehandelt habe, bei der Story ausgehen, also gegen Zen. Und ich gegen halt. Das fand ich komisch. Wusste ich noch gar nicht. Da kannst du mal sehen, was du alles entdecken kannst, wenn du das Spiel nur auf leicht durchspielst. Das ist ja wie bei, was war das denn nochmal? Fuel scooping. Ach, mir fallen da einige Beispiele ein, nur jetzt kommt auf eins, natürlich eins von einem beim Namen. Zum Beispiel bei Super Smash Brothers ist ja auch ein Endgegner, wenn man auf den höchsten Schwierigkeiten durchspielt. Außer beim ersten. Erstens ist es immer Meisterhand und dann gibt es noch, ich glaube bei Smash Bros. Melee war es dann ab dem Schwierigkeitsgrad schwer war es. Schwierigkeitsgrad schwer war es Crazy Hand und bei sehr schwer waren es Meisterhand und Crazy Hand. Schon ein bisschen krass. Oh, wir sind bald da. Ich hätte schon wieder dieses Fuel scooping. Weißt du was? Dann kürze ich mal ab. Wobei, nee, ich. Fuel scooping complete. Richtung. Frameshift drive charging. Eisprünge ist Fuel scoop disengaged. Warum nicht mal ein bisschen überziehen? Ich habe schon so oft Folgen verkürzt. Warum dann wieder ein bisschen überziehen? 2, 1, engage. Ja, dass in der Folge jetzt nicht so viel passiert ist, das hätte ich auch zugegebenermaßen auf Screen machen können, aber
Wie ich immer so schön sage, gehört halt zum Spiel dazu. Da muss man halt auch mal die Strecken. Fuck, ich hätte wirklich noch mal Jahren in einem Job umspringen. Fuel scooping. Wir doch mal schnell zu Ende. Tank schneller, du Sau. Wir werden schön kalt. Warning, temperature critical. Man müsste sich einfach mal das ultimative Erkundungsschiff basteln. Fuel scooping complete. Nur die beiden Scannern, Fuel Scoop und dann nur noch Tanks an Bord hat. Einfach nur Treibstofftanks. Fuel Scoop disengaged. Frameshift Drive charging. Damit man ja nicht auf die Fuel Rats angewiesen ist. Ich weiß gar nicht, was die so genau machen, aber ich finde das trotzdem sehr cool, dass es die gibt. Ich natürlich die Gelegenheit nutzen und müssen über den Newsletter reden. Aber den habe ich selber noch gar nicht gelesen. 3, 2, 1, engage. Ob der Community-Botschafter war, liest nicht mal den verdammten Newsletter. Aber nun ja. Kann ja auch nicht immer alles. So, kommen wir jetzt in einem Jump hin. Nein, der Masse. So ein Shit. Dann müssen wir mal nach Donkey Kong Garden. Aha, Alawa. Boah, kennt ihr so Tage, wenn ihr einfach so schlecht macht, dass ihr euch selber dafür schämt? Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Ich glaube ja, so müssen sich einige Comedians auch fühlen. Ich frage mich wirklich, ob es bei Comedians oder auch bei anderen Berufssparten Leute gibt, also halt Leute, die einen Beruf haben, ob es da wirklich Leute gibt, denen die bewundern, weil sie damit ihr Geld verdienen. Polarisierendes Beispiel: Mario Kart. Ich muss dazu sagen, ich finde, man kann Mario Warten zum Beispiel gucken, aber es würde mich jetzt nicht ausschließlich dadurch unterhalten lassen. Fuel scooping. Muss ich sagen. Aber andererseits frage ich mich halt, ob der salvageable wreckage. Warning, temperature critical. Fuel scooping complete. Ich will mir das ansehen. Wir werden vorher vergehen. Atomare Feuer. Warning, taking heat damage. Ja, soll ich mal ein bisschen übertreiben? Frameshift anmachen? Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Nee, genug so. Dann müssen wir so ein salvageable Ding mal woanders anmachen. Die Hazardous Extraction Sites, naja gut, die brauchen wir uns nicht unbedingt ansehen, weil ich schon sagen kann, wie die sind. Die sind genauso wie die normalen Extraction Sites, nur keine Polizei. Und das wird jetzt nicht so überragend überraschend sein, deshalb. Ja, ne? Verzichten wir mal drauf. So, jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde, aber für eine Folge umreisen ist das ja völlig akzeptabel. Fuel scooping. So, Fuel scoopen wir nochmal kurz hier satt. Juppiu! Warning, temperature critical. Ach meine Güte. Ich will doch einfach nur foltern. Okay, weißt du was? Warning, taking heat damage. Fuel scoop disengaged. Es gibt Dinge, die müssen nicht sein. Das gehört dazu. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, Freundchen. Power plant capacity exceeded. Flight assist on. Under attack. Oh, glaubst du, kannst du aufnehmen, ja?
Das war zwar nicht unbedingt gewollt, dass wir ihn da noch haben, aber... Frameshift Drive charging. Auch nicht. 4, 3, 2, 1, yeah. Engage. Woohoo. Freut mich, freut mich, freut mich. Ich sagte Heinz Erhard so schön, es freut mich, dass es sie freut, dass es mich freut, dass es sie freut. So, dann werden wir jetzt noch landen und dann haben wir es auch wieder. In der nächsten Folge geht es dann mal ins Missionsfliegen gewöhnt. Und dann hoffentlich funktionieren die Rangaufstiege wieder. Das wäre echt blöd, wenn nicht. Yeah. Ist das Salvageable Wreckage? Nein. Das ist schade, aber nicht zu ändern. Vielleicht? Nee. Nur die altbekannten Weed Signal Sources. Wer hat denn darum? Seltsam. Egal, soll nicht unser Problem sein. Wir wollen ja nur andocken. Witzig, das ist ein ja, komm. Ein Agent Federal. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Power plant capacity exceeded. Flight assist off. Under attack. Flight assist on. Ich liebe es, wie wenn ich die Vulture ist. Ich habe das schon häufiger erwähnt. Aber ich muss natürlich nicht, dass ich die Vulture zu sagen. Wie schön einfach das mit dem Teil des Gegners auszuprobieren, obwohl die relativ groß ist. Target shields offline. Sidewinder und Eagle. Da mit halten, ja, ist schon schwierig. Target destroyed. So, jetzt fliegen wir mal Frameshift Drive charging darüber und ich bin wirklich gespannt, wie gut mich am Ende gehört. Ich hoffe, jetzt werden wir nicht mehr aufgehalten. Das wäre echt nervig. Engage. Wirklich, wirklich nervig. Nachdem wir gerade so schön im Landeanflug waren. Aber jetzt sind wir gleich da. Ich hoffe mal, dass das mit der Folgenmenge kein Problem gibt. Bei Battlefront hatte ich nämlich voll die Schwierigkeiten mit der Folgenlänge, wie man ja wahrscheinlich gesehen hat, wenn ihr es denn gesehen habt. Muss ich dann auf vier Parts aufteilen. Und ich vermute mal, dass für den blöden Movie Maker die Bitrate zu groß war für längere Videos. Da ist die Frostbite Engine offensichtlich nicht so genügsam, aber das ist auch ein krasses Teil. Also Battlefront sieht fantastisch aus. Und mein Rechner ist weit unter den Minimalspezifikationen und auch noch weiter unter den Optimalspezifikationen. Und ist trotzdem krass. Lässt sich einfach in Ultra spielen. Und, also ich habe es jetzt nur im Singleplayer probiert, wie ihr auch gesehen habt. Aber allein die Tatsache, dass es überhaupt geht, nicht in einer totalen Orgie ausartet. Wenn ich da an Tag and Night denke. Das war ja schon ein Medium, wenn ich auf den Medium-Funktionen war das ja schon ein Orgie. Ich meine, da liegt es halt auf dem PC. Das hat ein Bild. Das KMH raus, das wird nicht. Commander Kaliani.
landen. Bam. Docking successful. Engines disengaged. Werfen wir einen kleinen Blick auf die Missionsübersicht und auf unseren Ruf. Allied und Allied und Friendly. Und dann haben wir ja die alle verfügbar. Nee, unobtainable. Warum sind die alle unobtainable? Das ist ja blöd. Aber egal, dann müssen wir halt einfach einen anderen Missionszyklus abwarten. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!